Beim nasskalten Wetter heute Vormittag sind nur wenige Menschen außerhalb der Zelte an der Schnackenburgallee unterwegs. Unter den 3.300 Bewohnern sei laut einem internen Polizeibericht die Stimmung inzwischen hochgradig explosiv. Weder der Betreiber Fördern und Wohnen noch Polizei und Innenbehörde möchten sich heute zu dem Schreiben äußern. Das Lagepapier liegt dem CDU-Fraktionschef André Trepol vor. Er hält die Situation in der Erstunterbringung in Bahrenfeld für brandgefährlich. Es gibt Übergriffe auf die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter werden bedroht. Die Bewohner haben Angst um ihre Kinder. Es gibt eine dreistellige Zahl von Erkrankten, von Infektionskrankheiten bis hin zu Lungenentzündung. Schwangere Frauen sind dort untergebracht. Der Fußboden der Zelte ist durchweicht. Vor der Einrichtung bestätigen uns einige Flüchtlinge, dass es teils massive Probleme gebe. It's cold, very cold here. Es ist kalt, wirklich sehr kalt hier. Und jeden Tag gibt es Ärger. Es gibt so viele Leute hier im Camp. Die Situation ist sehr, sehr schlimm. In der Nacht ist es kalt, aber wir haben immerhin einige Kleidungsstücke, die uns warm halten. Mit mobilen Anlagen wie diesen hier werden die Zelte beheizt. Mittlerweile, so heißt es aus der SPD-Fraktion, müsse niemand mehr in unbeheizten Unterkünften schlafen. Die Forderung der Opposition, sofort auf Zeltunterkünfte zu verzichten, stößt bei der SPD auf wenig Verständnis. Wir werden jetzt ganz verstärkt und ganz massiv, und das beklagt ja auch die Opposition wiederum, auch leerstehende Immobilien jetzt in Anspruch nehmen. Und das ist schon etwas merkwürdig, wenn man auf der einen Seite solche Sachen, Zustände beklagt, auf der anderen Seite möchte man keine größeren Lagerhallen anmieten. In der kommenden Woche soll mit dem Bau von Holzhäusern begonnen werden, um viele Zelte zu ersetzen. Wetterbesserung ist momentan nicht in Sicht. Auch in den nächsten Tagen soll es nasskalt bleiben.